Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag. Apple ist wieder am Start und zwar mit der nächsten Apple Review und zwar mit Beach Buggy Racing. Und wir kennen es ja schon, also zumindest eine frühere Version davon. Habe ich ja damals schon mal auf dem Odys Lux Tablet gezockt und ich dachte mir, jetzt ist es mal wieder Zeit, das Ganze in die Next-Gen-Klassik zu holen. Und zwar natürlich mit HD-Auflösung. Das funktioniert folgendermaßen, indem wir hier Vollgas geben. Nee, wir geben. Wir geben kein Vollgas. Doch, jetzt. Alles klar. Ein bisschen verwirrt am Anfang hier. So, die Grafik ist phänomenal, das muss man einfach mal sagen. Und ihr seht ja selber, wir müssen hier einfach nur eine kurze Distanz fahren, um uns einzugewöhnen und zwar ins Ziel zu kommen. Ziemlich genial das Ganze. HD-Auflösung, wie gesagt, ist auf jeden Fall unterstützt. Sieht man ziemlich krass. Der Quad-Core hat hier keinerlei Probleme. Wir können jetzt entscheiden, ob wir mit dem rechten oder mit dem linken Daumen Gas geben, wie ich gerade gemerkt habe. Und das funktioniert folgendermaßen. Oben gebt ihr Gas und wenn ihr nach unten tippt, dann bremst ihr. So, da gehen direkt die Vorderreifen hier hoch und das sieht hier so ein bisschen aus wie bei Super Mario. Nanu? Was nu? Okay, am besten wir machen das so, wir geben oben links Gas, so mache ich das jetzt mal. Und per G-Sensorsteuerung, die phänomenal umgesetzt ist, geht das hier natürlich weiter hoch. So, wir rasseln hier einfach mal komplett durch. Was ist nun los? Jetzt geht es direkt los, ab ins Rennen. Achso, wir haben es jetzt schon geschafft, das anzuwenden. Und endlich sind wir jetzt also da, wo wir hin wollten die ganze Zeit. Es geht direkt ins Rennen rein. Wir tippen uns direkt durch und geben Vollgas. So, oben links haben wir Nitro. Sag mal hier, witzig. Wir brettern jetzt doch nun los. Also ein bisschen kompliziert war es eben am Anfang, aber ich glaube, jetzt habe ich es doch relativ verstanden. Weil, ach so, man braucht einfach nur einmal drauf tippen und dann nochmal, dann hat man gleich Nitro eingesetzt. So, wir haben gleich mal ein Schild und das ist wirklich exakt so, wie ich es von Super Mario kenne, ganz klar. Bloß, dass man hier natürlich noch ein bisschen mehr Features dabei hat. Man braucht keinen 3DS, man hat direkt sein Smartphone vor Ort. Ich muss jetzt mal ein bisschen wackeln, das tut mir selber leid. Aber ohne G-Sensor ist das Spiel, glaube ich, nicht spielbar. Zumindest habe ich jetzt noch nicht so weit nachgeschaut in der Anleitung. Und wir haben direkt einen Ölfleck hinter uns gelassen und haben den ersten Platz ergattert. Also ziemlich geil, das Ding funktioniert auch ohne Internetverbindung. Das ist schon mal sehr, sehr wichtig. Bei den meisten Spielen muss man sich ja sonst immer einloggen und das saugt einem sonst das Datenvolumen leer. Hier wird uns kurz erklärt, dass wir noch alles Mögliche kaufen können, auswählen können. Wir müssen Pokale einfahren, aber die Grafik ist phänomenal. Man kann verschiedene Autos kaufen, verschiedene Fahrer kaufen oder auch verschiedene Upgrades machen. Wir können sogar am Splitscreen fahren. Wie soll das denn gehen? Und bei Google Play können wir uns einloggen. Das geht aber im Moment gerade nicht. Schlechter Internetzugang hier. So, guck dir das mal an. Splitscreen Mode. Ach so, Premium geht denn. Wir müssen dann also zwei Gamepads anschließen zu unserem Gerät und das Ganze dann per externer Bildübertragung auf ein Smart TV beamen. Ziemlich geil das Ganze. Macht mir auf jeden Fall Freude. Und ich will es euch mal empfehlen, denn die App ist auch kostenlos im Play Store erhältlich. Den Link findet ihr dazu wie gewohnt bei mir in der Beschreibung. Ja, und ich wünsche euch viel Spaß mit dem Beach Buggy Race. Ich fahre hier mal eine Runde. Denn wir haben hier verschiedenste Rennen, die wir uns anschauen können. Ich mache gleich nochmal eins an. Und ja, wer natürlich Bock hat, der lädt sich die kleine App einfach mal runter. Die ist auch nicht dolle groß. Ich denke mal 50, 60 Megabyte oder so. So ganz genau kann ich es nicht sagen. Aber eine phänomenale Grafik. Auf dem Tablet natürlich noch besser, würde ich mal sagen. Da ja die Auflösung noch viel größer ist. Aber hier macht mir das schon dolle Spaß. Oben links, wie gesagt, draufdrücken oder oben rechts, um Gas zu geben und unten, um dann zu bremsen. Wir können es auch so machen, dass wir oben links Gas geben und unten rechts auf die Bremse gleichzeitig treten. Dann sieht man, wie der Feuerschweif aus dem Auspuff rauskommt. Und wir flitzen jetzt hier, was das Zeug hält, an die erste Stelle. Und wir sind noch nicht mal ganz aufgetuned. Zack, da haben wir die erste Möwe dann auf dem Gewissen. Und hier hört es sich so an, als wenn wir von der Polizei verfolgt werden. Und der Quad-Core, der verrichtet seine Arbeit sehr gut, ohne irgendwelche Frame-Einbrüche, da kann man nicht meckern. Zack, da kommt das Nitro ran und oben links einfach nochmal drauf getippt. So, und dann driften wir rechts, links um die Kurven rum. Also mit lustigen Soundeffekten, zack, das Ölfeld hinten direkt rausgeholt. Direkt ins nächste Fragezeichen wieder rein. Was haben wir da jetzt schön? Das ist ein Schild, damit die von uns, damit die uns hinten nicht abschießen können mit irgendwelchen Raketen. Ballern wir noch eine Bank um
Das bringt jetzt zwar nicht besonders was, aber es ist einfach ein Gimmick, was man hier unternehmen kann. Man kann es einfach kaputt fahren und es ist einfach cool, weil man es kann. Und ich wünsche euch viel Spaß natürlich mit Beach Buggy Racer und wir sehen uns natürlich bei der nächsten App Review. Bis dahin, auf Wiedersehen.